Hi meine Freunde, was geht ab? Ein herzliches Willkommen zurück zu diesem Video. In diesem Video beschäftigen wir uns um den XXL Leak nochmal, der ja rausgekommen ist. Freunde, Stand aktuell ist da noch Unklarheit. Ist das jetzt real? Ist das jetzt fake? Was genau ist dort geschehen? Und natürlich auch ein weiterer Leak, der am gleichen Tag rausgekommen ist. Zu Star Wars, Festival Pass und vieles, vieles mehr. Mich würde es freuen, würdet ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren und mit einem Like und ein Abo unterstützen, ne? Kostet euch nichts. Mich und den Algorithmus wird es natürlich mega unterstützen. Und jetzt würde ich sagen, schallern wir direkt rein. Ne, es ist jetzt wahrscheinlich kein großes Geheimnis mehr, dass ein riesengroßer XXL-Leak hier mal eingeblendet reingeschallert kam. Dieser Leak war tatsächlich was ganz, ganz Großes. Und zwar der ganze Verlaufsplan von der Zukunft von Fortnite Chapter 5 und allgemein Fortnite 2024. Dass das Ganze nicht so gut ist, brauche ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ne, Epic plant Dinge Monate oder Jahre im Voraus, ne, das komplette Epic Games Team. Und das machen sie natürlich wie alle anderen Spielunternehmen. Jedes Spielunternehmen, was zumindest ein bisschen größer ist, plant genau wie Epic Games und macht so eine Roadmap. Das Ganze ist eine Roadmap, um zu schauen, um zu planen, was kommt, um natürlich auch verschiedenste Partner, Werbepartner und alles schon vorbereiten zu können. Das ist ja ganz, ganz klar. Und das Ganze wurde jetzt geleakt. Ja, Leute, das ist rausgekommen. Hypex, China, iFireMonkey und die ganzen Leaker natürlich sind sich da unschlüssig, ob das Ganze real ist oder nicht. Was auf jeden Fall so ist, dass dort ein Teil von wahr sein wird. Auch wenn sich jetzt erst irgendwann mal herausstellen wird, yo, das Bild ist fake, wir wissen dennoch, ein Teil davon wird kommen. Das Ganze ist schon leicht zu erkennen an Star Wars. Star Wars, kommen wir gleich noch zu dem ganz, ganz großen Leak. Star Wars wird kommen und auch einige andere Dinge. Beispielsweise haben wir auch über eine Apokalypsen-Season gesprochen. Ist schon ein bisschen länger her auf meinem Kanal. Oder Jack Sparrow und so. Und all diese Dinge, Fall Guys auch, sind ja alle auf diesem Plan drauf. Über die alle haben wir gesprochen, schon mal vor Monaten. Und ne, das Ganze machen wir ja auch nicht immer umsonst. Aber Leute, das müssen wir noch abwarten, ob da von Epic was Offizielles kommt. Stand aktuell ist da nichts. Falls irgendwie, bevor dieses Video jetzt online sein sollte, ne, werde ich hier einen Schnitt reinmachen und nochmal die Schmähle aus der Zukunft wird hier reinsprechen. Aber Stand aktuell ist nichts Neues da. Ein offizielles Statement von Epic, von irgendeinem Charlie Venn oder so. Nein, gar nichts. Nur unschlüssig. Ein Teil wird aber kommen. Und das Ganze wird auch Star Wars betreffen, was kommen wird. Denn dort ist auch ein ganz, ganz großer Leak gekommen, denn wir werden ja am 4. bzw. am 3. Mai ein riesengroßes Update bekommen mit Star Wars. Star Wars, ne, May 4 und ne, also der 4. Mai ist ja immer so wegen Star Wars Sprichwort und ist immer der Star Wars Day, die letzten Jahre schon in Fortnite. Und das Ganze ist natürlich immer noch da und wir werden das auch noch bekommen. Ne, da kam dieses hier eingeblendete Bild jetzt raus, ne? Ganz wichtig, was ihr wissen solltet, ne? Jede Leaker schreiben auch dazu, das ist nicht confirmed. Aber Leute, das sieht schon sehr, sehr realistisch aus. Warum alles irgendwie am selben Tag auch dieses Roadmap-Teil geleakt worden ist, keine Ahnung, ne, Leute? Wenn es einmal knallt, dann knallt es ganz gewaltig bei den Leaks. Aber dieses Bild ist geleakt und, ne, das ist sehr wahrscheinlich real. Was wir darauf sehen, sind auch schon viele Sachen, die wir natürlich schon oder ich euch schon erzählt habe. Unter anderem natürlich wird das aber nur ein kleiner Teil des Bildes sein. Ihr seht, das ist nur ein kleines Teil oder ein kleiner Ausschnitt eines großen Bildes und da werden wir natürlich noch das komplette Bild erhalten und das, wie gesagt, ist nur ein kleiner Teil. Vielleicht kriegen wir einen Teil, den wir jetzt noch nicht sehen, noch irgendwelche anderen Skins, ne? Beispielsweise, keine Ahnung, Leia Organa oder so ist jetzt hier auf diesem Bild nicht drauf, aber was ihr wissen solltet, dort sehen wir einige Geschichten. Einmal sehen wir natürlich da tatsächlich sie 3PO, also dieser komische Roboter oder was es auch immer ist. Ich kenne mich im Star Wars Universum nicht so aus, aber der ist da drauf zu sehen als Skin. Und wenn der schon als Lego Skin da ist, wird er auch natürlich als Battle Royale, also normaler Skin, reinkommen im Item Shop. Auch alle alten Star Wars Skins, die jetzt die letzten Jahre immer mal da waren, werden wieder zurück ins Game kommen, ne? Die Death Trooper werden reinkommen, Lego und normal. Rebel Trooper, einmal Chewbacca. Chewbacca kommt ja definitiv, ist cool. Und zusätzlich kriegt Chewbacca seine eigene Waffe ins Game. Hier mal Gameplay eingeblendet, so eine Art Laserstrahl, so rote Laser schießt das Teil und haben wir auch schon Ewigkeiten, blende ich euch schon Ewigkeiten ein, wird kommen, auch natürlich zu dem Skin, beziehungsweise vielleicht auch ein paar Varianten, ne, Styles und so und zusätzlich natürlich auch Lichtschwerter in Lego, was dafür spricht, dass auch die ja, normalen Lichtschwerter wieder unwanted werden, ne, wir kriegen Chewbacca-Waffe, ob wir die D15 Blaster oder diese ganzen Star Wars Blaster auch bekommen, mal schauen, ich denke auf jeden Fall Lichtschwerter werden reinkommen.
bekommen. Und vielleicht besteht ja jetzt die Hoffnung, dass wir tatsächlich die Lichtschwerter auch als Spitzhacke bekommen. Warte ich auch schon Ewigkeiten drauf, weil das stelle ich mir einfach geil vor, mit dem passenden Star Wars Sound von den Lichtschwertern, ne? Und das war ein großer Leak von Star Wars, von dem Update, das ja erst ein paar Wochen kommt, ne? Wir werden uns natürlich, sobald es dahin geht, neue Informationen, gibt einen größeren Teil oder noch mehr bestätigte Sachen, werde ich euch darüber berichten. Aber wir werden auf jeden Fall einiges bekommen. Zumal ich habe euch das mit den ganzen Troopern auch schon vor 3-4 Tagen angesprochen. Deswegen, Leute, guckt immer die Videos. Da kriegt ihr oft schon Informationen, die dann in der Zukunft kommen und die wirklich kommen, ne? Und das wird wunderbar. Dann natürlich auch der Festivalstar für die Season 3. Laut diesem natürlich, oder dieser Roadmap, haben wir natürlich Stars, die tatsächlich kommen werden. Einmal natürlich für die Season 3 jetzt Billie Eilish, danach in der Season 4 von Festival Metallica, dann Carol G im Season 5 Festival Pass und Season 6 Snoop Dogg dann im Oktober. Und das sind all diese Leaks, dieses Planes, ja. Und da werden wir uns natürlich echt überraschen lassen, ne. Dieses Wochenende, ne, wird dann natürlich der Star bekannt gegeben oder am Montag, also die nächsten Tage. Schallert's rein, Leute. Haltet die Augen dann am Wochenende jetzt mal bitte, bitte auf. Da kommt noch ein Video dazu. Und natürlich, Billie Eilish, sehr, sehr beliebt, ist in diesem Dings drin. Es gab viele Spekulationen um Billie Eilish. Wie gesagt, in der Roadmap ist sie drin. Und dann, denke ich, wird sie dann auch am Wochenende mal bestätigt werden, ne, wenn sie dann reinschallert. Und die wird dann im Festival Pass sein, ne. Ich denke, wie Lady Gaga, einen Skin im Shop, einen Skin im Festival Pass, wäre natürlich meiner Meinung nach was Wunderbares. Mit zwei Stile und natürlich wieder neue Instrumente, neue Jam-Songs und allgemein ein neues Design der Festivalbühne. Was ich mir nämlich auch für Festival wünsche, sind die schon längst geleakten Modi. Zum Beispiel ein Duell, vielleicht irgendein Ranked-System oder mal ein paar Cups quasi in Festival. Ja, klingt zwar blöd, würde ich aber fühlen, und da kommen natürlich in der Zukunft auch noch weitere Erweiterungen. Und das ist erstmal Festival, ne? Billie Eilish, aka der nächste Star, wird jetzt bald angekündigt am Wochenende, ne? Ah, heute ist ja schon Samstag. Und ansonsten, ne, wenn der jetzt schon angekündigt sein sollte, ich nehme das nämlich ein paar Stunden vorher aus, hau mich das jetzt hier rein. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall so, kriegt ihr bei den neuesten Leaks auch die neuesten Infos auf dem Kanal. Nehmen Leute, Jack Sparrow und verschiedenste Geschichten sind natürlich geleakt. Ist auf dieser Roadmap sehen wir zum Beispiel natürlich auch hier Jack Sparrow und so auf die und so viele, viele Geschichten, die kommen. Wichtig jetzt auch Rocket Racing, eine Wolkenkratzer-Season, also mit Hochhäusern, und dann natürlich auch nochmal eine Season mit Tempeln, Dschungel, Feuer, was auch immer. Aber Battle Royale, und da möchte ich nochmal das Battle Royale-Jahr von diesem Jahr natürlich sagen. Und zwar einmal soll ja die Season 3 die Apokalypse sein, ja? Und die Apokalypse haben wir schon in 3-4 Videos mal angesprochen, ne? Zufälle gibt's, aber was ihr wissen solltet ist, dass die auf dem Plan ist und dass dort einiges kommen können. Und da wurden auch schon ein paar aufmerksam, denn man sieht ja auf dieser Roadmap schon zwar ganz verpixelt etwas, aber man kann schon etwas erkennen. Denn auf diesem Bild, ich blende es euch mal ein, wenn das Ganze natürlich real ist, Leute, und wir gehen davon aus, ne, weil da auch viel schon ist und noch nichts offiziell ist, stellt euch einfach mal vor, das Ganze ist real und da sehen wir natürlich ein Bild. Und was sehen wir da drauf? Einmal sehen wir den Zug, der über die Karte fährt, der natürlich qualmt, ein bisschen raucht, was für die Apokalypse spricht. Dann sehen wir ein neues Flaggen-Item, irgendwie, keine Ahnung genau was, aber könnte irgendein Eroberungspunkt, was auch immer sein, ne, Apokalypse und so. Zusätzlich dazu mal, jetzt abgesehen, was wir auf dem Bild sehen können, gibt es auch viele Umfrageskins, die natürlich dazu passen. Also sehr, sehr wahrscheinlich die Apokalypse, ne? Deswegen würde ich die Augen aufhalten bei der Apokalypse, denn die schallert auf jeden Fall mal rein. Dann eventuell natürlich ein Desert-Biom, also ein Wüstenbiom. War auch in dieser Liste drin, die jetzt angeblich fake ist. Ich denke, könnte gut passen zu natürlich der Apokalypse. Wäre natürlich eine gute Möglichkeit. Sehen wir zumindest auch auf diesem Bild eine Wüste. Wenn man es natürlich so sieht, hat eher die Farbe wie zum Beispiel, also sogar zu Wüstenfarbe, habe, ne, auf jeden Fall so ein bisschen Sand und so. Dann natürlich ein neues Gitarren-Item, was wir sehen können, und einen neuen Petey-Skin, ja, oder allgemein neue Skins. Und ganz, ganz wichtig, Freunde, das ist da drauf. Wenn sich das Ganze dennoch noch als Fake and Love, dieses Bild zumindest eventuell, dann schweift das ein bisschen ab. Aber im Großen und Ganzen, Apokalypse würde ich auf jeden Fall schon ein bisschen erwarten, ne. Jetzt nicht eventuell jedes einzelne Detail, was jetzt irgendwo auf TikTok rum schwirrt, sondern eventuell natürlich Apokalypse und so. Da gibt es auf jeden Fall schon ein paar Geschichten. Dann gibt es einmal hier eingeblendet, bei Rocket Racing gab es ja genau, Leute, auch da ein paar Leaks zu den zukünftigen Seasons mit den Wolkenkratzern.
Boostern und so. Und dort wurde tatsächlich ein Bild verwendet, ne, hier mal eingeblendet. Ihr seht hier das Rocket Racing Ladescreen-Bild von dieser Neon Rush Season, die wir jetzt haben. Ist offiziell, hat jeder. Und wenn wir jetzt mal auf das, auf die Roadmap gucken, sehen wir ein Bild. Da sehen wir quasi noch ein unfertiges Bild von diesem Ladescreen. Also, woher hat der Ersteller oder woher hat der, der das angeblich hätte faken sollen, denn dieses Bild her, ne? Entweder ist das ganze künstliche Intelligenz, AI, und wurde irgendwie reinretuschiert oder was auch immer, um es halt realistischer aussehen zu lassen, oder wir haben es tatsächlich hier wirklich mit was Realem zu tun. Wie gesagt, Freunde, einiges davon wird auf jeden Fall kommen und ein bisschen mehr, was auch gar nicht auf der Liste steht, zum Beispiel One Piece und so weiter, wird irgendwann auch mal kommen, vielleicht nicht dieses Jahr, deswegen würde ich die Hoffnung ein bisschen weiter wegschieben, aber es wird noch vieles kommen, was auch nicht auf diesem Plan steht, ne? Und nach der Season 3 soll ja laut dieser Map auch tatsächlich eine Doom-Season kommen, beziehungsweise nicht eine Doom-Season, eine Dr. Doom-Season halt und eine Marvel-Season, ne? Season 4 waren bis jetzt immer Superhelden-Seasons, Chapter 1 Season 4, ne? Kommt auch bald ein cooles Video, mal haltet die Augen offen. Dann Chapter 2 Season 4 und natürlich so immer Season 4, ne? Könnte jetzt Zufall sein oder Trivago, keine Ahnung, auf jeden Fall soll das auch laut diesem Plan eine Dr. Doom-Season sein. Und eventuell, was mit der Storyline, dass er die Realität hier null zusammenschallert oder was auch immer, wir wissen, Charlie hat was damit zu tun, irgendwie laut der Story, aber die Gottheiten werden nach der Season wieder weg sein, crawl ich auf einfach mal jetzt, aber ist eigentlich ganz cool, eine Marvel Season, Season 4, dann Chapter OG, beziehungsweise Chapter 5 Season OG, die fünfte Season, soll der Chapter 2 sein, und Chapter 2, Freunde, soll das Ganze reinballern, mit natürlich Chapter 2 Season 1, Chapter 2 Season 2 und Chapter 2 Season 3, aka die erste Season aus Chapter 2, ganz klar, dann einmal die Agency Season mit der mit Midas, Drumgun und so weiter und so fort, und dann Chapter 2 Season 3, die Flooded Map. Und laut diesem Plan, diese drei Seasons für einen Monat, dann kommt wahrscheinlich so jede 8-9 Tage die neue Season mit neuen Waffen und der neuen Map. Und da freue ich mich drauf, Freunde. Da freue ich mich drauf. Wir können auf jeden Fall da was erwarten. Wie gesagt, ich habe einen Sabaton angekündigt und der Sabaton wird ballern. Vor allem so im Oktober, November, Freunde. Da schallert's gewaltig. Deswegen gerne abonnieren, ihr verpasst ja auf meinem Kanal dann gar nichts. Und auf dieser Roadmap ist auch Chapter 6 zu sehen, und wenn das Ganze natürlich, wie gesagt, stimmt, dann ist das eine fliegende Insel und eine Riesenchance für das Metaverse. Fortnite kriegt ja noch viel, viel mehr Spielmodi, und natürlich, dann ist es soweit, dass wir dort eventuell einiges kriegen. Und zu anderem soll die Chapter 6 Insel dann sein im Weltraum, im Metaverse mit vielen schwebenden Inseln. Aber Freunde, da werden wir natürlich noch weitere Infos in der Zukunft bekommen, und ich freue mich drauf. Ich habe ehrlich Bock da drauf. Ach Freunde, es war mal wieder ein wunderschönes Paket, ja? Ne? Wenn natürlich jetzt im Nachhinein von dieser Aufnahme noch was reinballert, kriegt ihr das natürlich mit, habt ihr es schon mitbekommen, ne? Ja, aber ich muss immer so ein bisschen quatschen, damit ich das natürlich auch weiß und ihr natürlich auch, aber ich habe richtig Bock auf die Zukunft, ne? Auch wenn es fake ist, Freunde, auch wenn das ganze Ding halt auch fake ist, dann wird davon trotzdem eine Menge kommen. Wenn es kein Fake ist, ist es natürlich belastend in Anführungsstrichen, weil wir natürlich da eigentlich schon alles wissen. Wie gesagt, es werden auch ein paar Dinge und einige Dinge kommen, die jetzt nicht auf diesem Plan stehen. Dennoch bin ich mal gespannt und ich würde mich über eure Meinung in den Kommentar freuen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, und in dem Sinne war es das gewesen. Haut rein, euer Schmerle und ciao.